der Trainer von mir. Erstmal der Glückwunsch. Vielleicht den ausdrücklichen Sieg heute Abend. Hat unser Gegner vielleicht die ersten Worte von dir zu spielen. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, nehme ich natürlich gerne an. Ist jetzt ein bisschen schwierig, Worte zu finden. Also wir haben gewusst, dass es extrem schwierig wird hier in Landsberg, weil wir haben letzte Woche ein emotionales High gehabt. Und dann fährst du heute zu einer Mannschaft, wo du weißt, die kämpfen um jeden Punkt, die hauen alles rein. Und selber weißt du eigentlich, Ostern steht vor der Tür, wir haben ein freies Wochenende. Jetzt nach der Phase können wir wirklich alles tun. Und so schlecht sind wir auch reingestartet im Spiel, haben keinen Zugriff gehabt. Weil in der Abwehr haben vorne unmögliche Bälle vergeben, sogar Torschancen sind rausgespielt. Aber dann Hut ab von 13-7, glaube ich, auf 15-15 oder 16-16 zur Halbzeit. Super stark, wir wurden wieder zurückgekämpft, da haben wir ein paar personelle Wechsel vorgenommen. Und dann auch in der zweiten Halbzeit, eigentlich kippt so ein bisschen am Ende, auch mit der Verletzung von Vonderau, aber dann haben wir das Ding zum Glück heute Paul Wetzel und Tor. Tolles Spiel am Ende, in den letzten paar Minuten ganz viele Freie gehalten. Wieder ein junger Kerl, freut mich mega. Aber genauso auch David Hummer, wenn ich heute ein tolles Spiel am Kreis gemacht. Und wahrscheinlich ist es auch Glück, aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, dieses Glück muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und ich finde es cool, wie cool wir geblieben sind. Das war ja auch witzig gewesen. Und deswegen haben wir dann eine Runde Antwort. So war es, meine. So war es, meine. Ja. Umgekehrt muss man natürlich sagen, sensationell ins Spiel gekommen, klasse Abwehrleistung, klasse Hölleleistung, bis zum Punkt, alles was man muss. Danach ging es auch noch, war noch eine Zeit lang die 4. Uhr, dann gab es einen Bruch und dann war es halt keine 5 Tore mehr in der Halbzeit, sondern das ist da unentschieden 15-15. Dann waren wir dann halt ein Hintertreffen am Anfang der zweiten Halbzeit. Dann waren wir wieder eine ganze Zeit vorne. Ja, Theo, und dann haben wir es leider in den letzten 2 Minuten nicht geschafft. Haben 2 Möglichkeiten, glaube ich, auf 2 Tore erhöht und gegeben dann das Ding noch in den letzten 10 Sekunden. Ja, erster Glückwunsch, schönen guten Abend. Ja, ich spiele mit dem Mannschaft Training in der Tabelle, war eine sehr gute Mannschaft, haben die letzte Woche auch eine sehr gute Spielbewegung, habe mich schon die ganze Woche gut vorbereitet. Wir haben noch eine Woche Pause, haben richtig viel, eine Woche vor, haben die schon kämpft für die letzte Woche, das haben wir gestimmt gegen Hannover. Und dann haben wir gedacht, das Spiel war dann schwer, haben wir einfach sehr gut gespielt. Aber das Spiel in den nächsten 60 Minuten, nächsten 15 oder 30 Minuten. Und die zweite Halbzeit war einfach ein bisschen wach, aber war schon nicht so extrem schwach. Da haben wir schon zurück, wir sind schon vorne, aber wie gesagt, alles gut. Glück ist immer in Handball dazu, haben wir schon mehr Glück. Wir sind nicht 60 Minuten konzentriert, die letzten 5 Minuten, wir sind schon mehr 100% konzentriert, so haben wir das Spiel verliert. Schade, aber bin ich weiter. Müssen wir unser Ziel lassen zu halten. Geht weiter, ja. Vielleicht noch ganz wichtig, Verletzung von einem Spieler, könnt ihr schon irgendwas sagen? Fuß? Nein, können wir nicht. Wir hoffen natürlich das Beste. Johannes von Laus ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Ich habe ihn in den letzten Wochen gesehen, auch heute. Wir hoffen, dass es so gering wie möglich ist. Aber das werden wir in Ruhe beobachten. Und dann die Ärzte sollen das dann entscheiden, was da auch zu tun ist. Und ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass es so wenig wie möglich eine Verletzung ist. Gute Besserung von unserer Seite natürlich auch. Und vielleicht noch ein Ausblick bis Saison. Was habt ihr noch vor? Was ist euer Ziel? Ach, das Schöne ist, dass wir mit diesem extrem spannenden, aus der Sicht, die wir haben, extrem nervenaufreibenden den Abstiegskampf nicht zu tun haben. Wenn man sieht, wie eng die Liga ist, man sieht, wie schwer jedes Spiel ist. Und deswegen sind wir froh darüber, wir gehen jedes Spiel neu an. Wir wollen gerne so viele Spiele wie möglich gewinnen. Hört sich jetzt auch wieder Plattitüde an, aber wir gucken von Spiel zu Spiel und spielen jedes Spiel, weil wir es natürlich auch ein bisschen entspannter angehen können, da oben in der Tabelle. Und dann einfach mal gucken, was da rauskommt. Dafür wünschen wir euch viel Glück. Es wird nur nächstes Jahr wieder gegen euch spielen dürfen. Da müssen wir einfach ein bisschen was dafür tun, Theo. Ja, jetzt haben wir ein paar Runden die Spiele auch verloren, wo eigentlich die Hoffnung war, dass hier drin ist.
ob das jetzt in Hamburg war, aber jetzt ist sondern auch in Hasloch oder heute, sowohl in Hasloch als auch hier haben wir über eine ganze Zeit geführt und am Schluss haben wir es auch mitgepackt. Glaubst du, das ist ein bisschen Kopfsache oder Kondition kann es ja wohl nicht sein? Ja, das ist, müssen wir mehr arbeiten, müssen wir die letzten 10 Minuten mehr konzentriert sein. Wenn wir das ganze Spiel vornehmen, dann müssen wir uns verlieren, wir uns dann konzentrieren. Die andere Mannschaft, das spielt auch. Das ist eine Mannschaft, wir werden nicht sein. Wir müssen jetzt 60 Minuten da sein. Ich glaube, das haben wir auch im Pass. Wie geht weiter? Wichtiges Spiel auch, Auswärtsspiel, zu Hause auch. Wir versuchen alle Spiele Spiel zu spielen, zu gewinnen. Wir gucken uns, glaube ich, das siebte oder sechste Spiel, das ist das Finale. Und wir weiter. Okay, dafür viel Glück, viel Fortune und ihr müsst als Mannschaft das gemeinsam nochmal rocken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönes Wochenende.